Sitzvolleyball. Wer kann mitspielen? Zwei Teams, ein Ball, ein Netz und keine weiteren Hilfsmittel. Das ist Sitzvolleyball. Bei internationalen Turnieren zugelassen sind Athletinnen und Athleten mit Behinderungen an den Armen oder Beinen. Hierzu zählen Amputationen, Dysmelien oder Lähmungen. Auf nationaler Ebene können, ganz inklusiv, auch Menschen ohne Behinderungen mitspielen. Spielfeld und Spielgeräte. Das gesamte Spielfeld ist 10 Meter lang und 6 Meter breit. Da die Sportler sitzend spielen, ist das Netz entsprechend niedriger als gewöhnlich. 1,15 Meter bei den Männern und 1,05 Meter bei den Frauen. Pro Team sind 6 Spieler auf dem Feld und es wird mit einem üblichen Volleyball gespielt. Spielablauf. Grundsätzlich gelten die gleichen Regeln wie bei der olympischen Variante, mit 2 Besonderheiten. Bei jeder Ballberührung muss der Rumpf des Spielers den Boden berühren. Meistens ist es das Gesäß. Verstößt ein Spieler gegen diese Regel, wird dies als Lifting gewertet und die gegnerische Mannschaft erhält einen Punkt. Zudem darf beim Sitzvolleyball der Aufschlag des Gegners direkt geblockt werden. Sitzvolleyball gehört zu den schnellsten und attraktivsten Mannschaftssportarten im Parasport. Das Team, das als erstes 3 Sätze für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Ein Satz ist zu Ende, wenn ein Team 25 Punkte erzielt. Kommt es zu einem 2:2 Satzausgleich, spielen die Teams einen 5. Satz bis 15 Punkte. Dieser Entscheidungssatz wird auch Tiebreak genannt. Du willst im Parasport aktiv werden? Dann starte deinen Weg auf parasport.de.